Hallihallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin wieder da, nach langer, langer Zeit, mit World of Tanks und mit einer meiner Meinung nach ziemlich nice Runde hier auf, wie heißt das, Stutzianki. Ja, ich habe hier den T32, habe ich schon vor ewigen Zeiten freigefahren und ich hatte immer das Problem, dass der sich nicht so gut anfühlt. Ich meine, das ist jetzt ein 8er Gefecht, das ist okay gewesen, aber der hatte ja die T29 Kanone drauf mit irgendwie 196 Durchschlag, jetzt haben wir 208. Die brauchte frisches Badewasser. Und ihr hört mein Soundpack, also das Ding habe ich selber gemacht aus Assets von Ballerburg. Falls ihr das haben wollt, schreibt mir irgendwie in den Kommentar oder sowas. Und wir sehen hier, dass alle unsere anderen Heavies, weil wir haben nur ein 8er Gefecht, sich nach unten begeben. Deswegen dachte ich, ich muss hier ein bisschen den Durchgang bewachen, weil sonst dort die Gegner wahrscheinlich mit sehr viel Macht und Gemeinheit durchkommen. Und deswegen fahre ich da einfach hin. Und ja, wie gesagt, ich spiele wieder World of Tanks. Ich bin auch eigentlich jetzt gerade ziemlich im Flow. Hab Bock zu spielen. Die Dailies machen mir Spaß. Das neue Event, weiß nicht. Nicht so geil. Also triggert mich zumindest nicht viel zu spielen. Deswegen spiele ich einfach wieder normale Matches. Und ich streame. Ich streame wahrscheinlich auch sehr viel World of Tanks. Falls ihr da mal dabei sein wollt oder live zuschauen wollt oder auch mitfahren wollt, einfach mal in die Beschreibung gucken, da ist es verlinkt. Würde mich freuen. Und ja, der hier ist einfach super Schuss frech. Und die kommt sich vor wie ein Moorhuhn. Der stellt sich da oben hin, wurde gescoutet, kriegt keinen Schuss vom ganzen Team ab, aber dafür sagt Wargame, ja, das ist einfach zu frech. Und gibt ihm noch eine mit. Dass der Schuss reinging, ist einfach nur... Das ist schon sehr, sehr viel RNG. Das ist... So viel Glück muss ich dann erstmal wieder haben. Ja, und ansonsten stelle ich mich hier Hull down schön an die Position. Ich habe einen unglaublich dicken Turm. Packen wir uns hier hin. Wir haben noch einen Panzerjäger hinter uns, der uns Support gibt, für den Fall, dass es doch irgendwie schief gehen sollte. Aber das sieht aktuell nicht so gut aus, ne? Weil das Einzige, was man im Prinzip beschlagen kann, wenn ich so Hull down stehe, ist oben die Kommandantenluke und selbst die ist angeschrägt und damit gar nicht so einfach zu treffen. Also entspannt einzielen, schießen, immer mal wieder nachladen zwischendurch, da fahren wir ein bisschen weg, damit man hier nicht entspannt auf unsere Luke eingezielt werden kann. Klasse Schuss, der Türsteher ist total geblättet. Der hat seine V-Nase schräg hingestellt, das ist natürlich unglaublich schlecht, dann kommt man da auch entspannt durch. Und ich glaube, der 110er hat sogar noch den Stockturm, deswegen ist da auch ein Pünktchen dran. Das heißt, durch den Turm kommt man auch entspannt durch. Perfekter Schuss. Und den Schuss zu treffen, ist auch wieder... Also jetzt haben wir schon zwei sehr, sehr lucky Schüsse, weil vom IS-5 die Kommandantenluke penetrieren, ist jetzt mal nicht eben gemacht. Und da steht noch mindestens ein Röm und ein Chimera dahinter, also wir halten hier wahrscheinlich 4 bis 5 Leute beschäftigt. Und unten im Süden haben sie im Prinzip dadurch keinen Widerstand gehabt, sind einfach durchgefahren. Ja, die haben nicht mal jemanden getroffen. Im Süden scheint niemand zu sein. Die sind einfach durchgefahren und niemand der Gegner ist gestorben. Also fahren die einfach, stehen alle Gegner auf der oberen Hälfte aus irgendeinem Grund. Das ist richtig schlecht. Das gibt nämlich uns extrem viel Kontrolle über die Karte und natürlich dann auch die Möglichkeit, extrem viel zu flankieren und einfach die Stellungen auszuhebeln, die da sonst sehr viel... Der Schuss hat ihre Silikonkissen ganz schön tanzen lassen. Und hier habe ich mit HE geschossen, weil ich tatsächlich auf HE laden wollte, um auf den IS-5 zu schießen, damit ich überhaupt noch irgendwie Damage mache. Leider so wie die treffen, hatte ich hier aber dann HE geladen, wo der Emil vorfährt, was natürlich nicht so cool ist und der eine ging nicht durch, blöd gelaufen, aber der geht durch, das vordere Rätsel da und die ISU macht den Rest. Das war natürlich sehr angenehm, ansonsten hätte der Emil echt ein Problem werden können, wenn ich hier reinpusht. Joa. Jetzt habe ich wieder immer noch AP geladen, nicht HE. Und das, was ich treffen will, ist eigentlich dort oben wieder eine Kommandantenluke, aber das ist nicht so viel größer. Und der 110er hat keinen Bock mehr, der schießt jetzt HE. Der hat die Nase voll von meinem Turm und lunzt da rein. Ja, aber wir haben 3/4 der Karte eingenommen. Das heißt, eigentlich müssen wir noch abwarten, bis die Leute in Position gefahren sind. Also man sieht es ja auch schon, hier in Position gefahren sind, wo sie hier reinschießen können, entspannt. Ohne dass da viel passiert. Also die Gegner haben das richtig schlecht gespielt in dem Moment. Und haben mir natürlich die Möglichkeit gegeben, das hier oben erstens zu halten. Ja, das ist der erste Punkt. Mir einfach die Option zu geben. Wow, denen hast du ziemlich in die Glut gespuckt. Mir einfach die Option zu geben, hier die Position easy halten zu können. Und gleichzeitig noch die einen Teil ihrer Kartenhälfte aufzugeben, wodurch sie halt keine gute Position mehr so richtig beziehen können. Zumindest nicht auf dieser Karte. Auf anderen Karten ist es was anderes, da kannst du auch immer noch eine gute Position beziehen. Aber ja,
Wir sehen es schon an den Bewertungen der Spieler. Das sind alles nicht die super krassen Spieler, ne? Hier mit den Winrates. Die Sommo hat einen 53% Winrate, aber ansonsten sind viele unter den 50%. Was schon nicht so geil ist. Ich weiß nicht, warum bei mir nicht keine Werte angezeigt werden. Wahrscheinlich, weil ich lange nicht gespielt habe. Das ist interessant. Weil ich habe eigentlich auch eine Bewertung, logischerweise. Aber das scheint nur, also XVM scheint nur Sachen immer anzuzeigen für Leute, die regelmäßig spielen. Wenn du nicht regelmäßig spielst, dann fliegst du anscheinend aus dem Bewertungsding raus. Bei den Abfragen. Interessant zu wissen. Jetzt sagt ihr mir, hier wurde schon alles ziemlich auseinandergenommen, was mir gegenüber stand. Die Leute haben die flankiert, haben die zerstört und fahren wir jetzt mal ein Stück vor. Dann habe ich kurz geguckt, ob was aufgeht und ging nicht auf. Bin ich weitergefahren und habe mir gedacht, ah, Pershing von der Seite. Kann man versuchen. Vorgegen sagt, nö, kann man nicht. Du hattest genug Glück mit den zwei Schüssen am Anfang. Noch einen kriegst du nicht. Ja, okay. Vorgegen, wie mir das halt sagt. Und nehme ich halt jetzt wieder einen sicheren Schuss und fahre hier gerade mal rum. Ich nehme dann die Position hier halt down ein. Weil ich habe dort einen Wrack und dann fährt dann Römer rüber. Wo auch immer der hin wollte. Los, ja, weiter! Sieht hier ist gerade Pershing gestorben und der fährt hier rein. Weil wollte wahrscheinlich hier hin, aber das ist absolut dumm, weil dann dort deckt man ihn auch so auf. Hey, so schöner Treffer! Meiner Meinung nach. Zumal ja auch mehrere Leute drum stehen, also. Unlucky Timing für ihn. Ja, hier habe ich irgendwie mal nochmal versucht, einen Lupentreffer zu machen, um noch so einen Lucky Schuss zu kriegen, aber. Wie gesagt, Burger hat gesagt, ne. Und jetzt kommt hier ein Sommer rum und der klippt. Der Schuss hat ihre Silikonkissen cool. Ganz schön tanzen lassen. Der hat mir gerade 900 einfach gedrückt und ich versuche ich einfach möglichst ein kleines Ziel zu Ach, zu geben. Dir würden sie sogar beim Pinkeln das Klo klappen. Aber hab da noch nicht dran gedacht, dass hier hinten natürlich sehr, sehr häufig jemand steht. Ich hab das hier angepinkt, aber das ist eigentlich falsch. Das ist hier. Ich habe nochmal nachgeguckt, deswegen drehe ich mich hier so und hab's korrigiert. Das ist dumm. Da habe ich einfach sehr viel von der Seite gezeigt, auch meinen seitlichen Turm. Da kommt das Scorpion natürlich durch, gerade mit Gold. Dumm gelaufen, aber es steht trotzdem 11-7 und es sieht dadurch sehr, sehr gewonnen aus. Also hier wird es noch entspannt runtergespielt. Die Leute werden eingekreist, nach und nach, wenn sie aufgehen, vernichtet, zernichtet. Die werden richtig zernichtet. Und dann ist das Game ziemlich gewonnen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin nicht super regelmäßig am Livestream, da ich gerade meine Bachelorarbeit schreibe. Aber wenn ich abends zocke, denke ich mir meistens auch, na gut, weißt du, kannst auch streamen. Und dann streame ich halt, versuche dann, aber allerdings sind Schwierigkeiten gerade wieder in World of Tanks reinzukommen. Die erste Woche, wo ich es wieder gespielt habe, ich war so unglaublich schlecht, hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Also ich bin aber auch super aggressiv immer an Stellen rausgefahren und habe dann meinen Teammates geblamed und sowas. Ich musste erstmal wieder in den Gedanken reinkommen, dass ich halt selber ein bisschen aufpassen muss, was ich mache. Und hier habe ich auch sehr langsam gespielt. Ich war einfach auf der schwachen Seite, kann mich nicht aggressiv spielen, wenn ich die schwache Seite habe. Und habe meiner Meinung nach so auch sehr viel Impact in diesem Match gehabt. Ja, ansonsten lasse ich hier das jetzt noch im Hintergrund weiterlaufen. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich sehr freuen. Oder lasst auch ein Sub da, ein Follow auf Twitch, wie auch immer. Auf Twitch müsst ihr natürlich nicht subben. Könnt ihr aber, müsst aber nicht. Was ich noch ein bisschen bemerkenswert finde, ist, dass die Isu hier nur 337 Schaden macht. Dafür hat er T44, aber die große Kanone drauf, was es ausgleicht und damit das wieder zu einem Two-Shot macht. Aber die Isu hätte, glaube ich, ich weiß nicht, das ist eine Premium-Isu, ne? Ne, ist es nicht. Sie hätte einfach noch die kleine Kanone drauf. Aber war ein Sieg, war ein Panzerass. 3200 Schaden gemacht, 4400 gebounced und 2700 unmöglich, was irgendwie fast 6000 Schaden combined sind. Das ist eine ordentliche Masse und damit auch ein Panzer aus. Das ist einfach, der T32 macht wieder Spaß. Also mir zumindest persönlich. Und auch ohne Gold. Ich spiele eigentlich alle meine Panzer ohne Gold. Das macht einfach Spaß. Glocke anmachen, Like da lassen, Sub da lassen, Follow da lassen, alles da lassen, im Twitch vorbeischauen. Haut rein, bis bald zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich kann auch demnächst wieder ein geiles Replay bieten. Tschüss!